Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze gerade im Auto, denn wir sind auf dem Weg in den Wald oder ans Feld, ich weiß noch nicht genau. Wir gucken mal, wo wir hingehen, wo es vielleicht nicht ganz so voll ist, weil im Moment ist ja echt alles überfüllt. Hallo Mama! Hallo Maida! Wir haben das Bobbycar dabei und dann finden wir bestimmt einen schönen Platz, wo wir mal ein bisschen fahren können. Und dann müssen wir später noch zur Post. Ich habe nämlich ein paar Mami-Kreisel-Päckchen, die ich wieder loswerden will, muss, die ich abschicke. Und dann müssen wir noch mal einkaufen gehen. Ab heute ist ja auch Maskenpflicht hier in Deutschland, sodass wir dann das erste Mal so wirklich mit Maske draußen sind, also in den Läden. Oh, es ist aber super heiß, ey. Ich habe so einen alten Ford Fiesta. Und er hat keine Klima. Und es ist so super. Oha, ja, Vorfahrt und so. Das ist so super heiß, ohne Mist. Ja, auf jeden Fall, genau, habe ich meine Maske dabei. Und dann müssen wir dann später noch einkaufen gehen. Deswegen fahren wir jetzt erstmal los und suchen einen. Ich überlege gerade, ob ich vorher noch tanken gehe oder nachher. Ich glaube nachher. So gegen Nachmittag wird bei uns der Sprit immer ganz super günstig. Deswegen warte ich, glaube ich, noch. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Plätzchen. Aber ich glaube, wir halten vorher nochmal bei McDonald's, weil wir haben Hunger und unser Kühlschrank war leer, sodass wir jetzt kein richtiges Mittagessen machen konnten. Deswegen denke ich mal, machen wir heute mal ein McDonald's Mittagessen. Und dann gehen wir einkaufen, sodass wir wieder Fresh Food daheim haben. Gell, mein Schatz? Die sitzt hier neben mir. Gut, dann mal auf die Suche nach einem gescheiten Platz zum Bobbycar fahren. So, wir waren jetzt bei Burger King. Wir haben uns Chicken Nuggets geholt. Findet ihr auch? Also ich bin ja total der Burger King Mensch, aber die Nuggets von McDonald's schmecken besser. Wenn ihr derselben Meinung habt, schreibt es mal in die Kommentare oder was euch woanders besser gefällt. Zum Beispiel die Pommes schmeckt mir bei McDonald's gar nicht, aber bei Burger King. Also total komisch. Wir fahren jetzt schon die ganze Zeit rum und ich suche irgendwo einen Waldweg, der ein bisschen im Schatten ist, weil es so heiß ist, der nicht so überfüllt ist, wo die halt auch mal mit dem Bobbycar langfahren kann. Und es ist aber so schwierig, alles ist irgendwie mit Menschenmassen überhäuft, das ist so nervig. Und irgendwie an der Hauptstraße will ich auch nicht gerade mit ihr fahren, also keine Ahnung. Ich muss gleich mal irgendwie gucken, das ist so nervig, ey. Weil bei uns um die Ecke, da sind einfach so viele Leute, da kann man nicht in Ruhe spazieren gehen. Ich überlege schon irgendwie voll weit weg zu fahren, so in Vogelsbergkreis oder so, aber auch irgendwie doof. Mal gucken. Wir melden uns, wenn wir angekommen sind. So, wir sind jetzt schon angekommen. Ja, wir sind die ganze Zeit umsonst irgendwie sinnlos rumgefahren, weil wir sind dann doch wieder dahin gegangen, wo wir immer hingehen. Wir haben einfach nichts gefunden. Sie ist jetzt gerade mit dem Bobbycar unterwegs und das ist immer so lustig. Sie fährt immer so 10 Minuten mit dem Bobbycar und dann, wer darf es tragen? Ich. Ja, immer voll bescheuert, aber naja, was sollen wir machen? Steinchen erkunden macht auch ganz viel Spaß. Ich denke, wir fahren dann mal, da vorne ist eine Bank, da setzen wir uns dann hin. Und dann kann sie ein bisschen Steinchen sammeln und ja. Schatzi, wollen wir da vorne hin? Da kannst du Steine sammeln. Willst du da vorne hin? Komm, dann gehen wir Steine sammeln. Komm, dann fahr mal ein bisschen. Willst du weiter gucken? Oh. Warte, aber nicht einfach hingehen. Wir können gleich bei den Pferden Ei machen, weil hier sind nämlich Pferde. Und die liebt sie und da will sie immer hin und Ei machen. Ich zeige euch das mal gerade. Warte, stopp, stehen bleiben.
Hier, nicht anfassen, nicht anfassen. Warte, guck, da kommt's. Warte, nicht anfassen. Guck mal, sie hat uns da schon vermisst. Okay, heute wollte das Pferd nicht kommen, aber nicht schlimm. Komm weiter, das ist... Komm, weiter. Doch, du... Hä, ich dachte, du wolltest in den Wald. Warum willst du denn jetzt nicht fahren? Hä? Genau, sag tschüss, Pferd. Guck mal, wir setzen uns da vorne hin, dann kannst du ein bisschen fahren. Ja, hier sind so viele Leute, das ist nicht mehr feierlich. Also, ich muss ständig gucken, dass die rechts fährt, dass nicht irgendwie ein Fahrradfahrer oder ein Autofahrer uns umfährt. Also, total bescheuert. Guck mal da vorne, da können wir schön fahren. Und dann kannst du Steine sammeln. Tschüss, Mama. Tschüss, Maida. Wo gehst du hin? Komm. Kaka? Ja, das Pferd macht bestimmt irgendwann Kaka. Komm. So, dann gehen wir mal weiter. Das ist Kaka, Schatzi. Das ist Vogelkaka. Ja. Ist echt schwierig, im Moment die Kinder so auszulasten. Irgendwas zu finden, was denen Spaß macht und wo die auch irgendwie länger beschäftigt sind. Das ist so schwierig. So, Bobbykochen, das ist eine Sache von 10 Minuten, dann wird es langweilig. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ja, das ist nicht lang. Mal gucken, was wir danach machen. Also auf jeden Fall müssen wir gleich noch zur Post. Und wir müssen noch was einkaufen gehen. Tschüss, bis später. Ich liebe dich auch. Weg ist er. Ob sie freiwillig wieder umdreht? Oh, wisst ihr, was mir so richtig fehlt? Ein Spielplatz, gell? Also, wo die Spielplätze ja noch offen hatten, habe ich mir so gedacht, oh nee, ich habe heute eigentlich keine Lust auf Spielplatz. Aber jetzt, seitdem die weg sind, vermisse ich es schon krass, weil es hat sich schon echt krass ausgepowert und... Jetzt hat ja, auf jeden Fall, das wollte ich sagen, das fehlt halt schon so. So ein Spielplatz einfach. Also das verstehe ich sowieso nicht, dass die geschlossen haben, weil Supermärkte haben auf, wo sich viel mehr... Klar, okay, wir brauchen auch die Lebensmittel, aber da treffen sich viel mehr Leute jetzt als auf einem Spielplatz. Wo beim Spielplatz wird halt, glaube ich, schwer, so diesen Sicherheitsabstand zwischen den Kindern einzuhalten. Aber ja, keine Ahnung. Was ich halt genauso wenig verstehen kann, also ich kann ja, dass die Kindergärten noch geschlossen haben, weil Supermärkte und so, also größere Läden ab 800 Quadratmeter, bis 800 Quadratmeter machen die jetzt wieder auf. Wo ich mir denke, warum machen die dann nicht auch Kindergärten auf? Weil da treffen sich halt genauso viele Leute, also weniger sogar als in diesen großen Filialen, ne, wie H&M, C&A. Gehst du mal bitte da weg, Schatzi, da sind Brennnesseln, das tut weh. Komm her. Komm her, meiner. Weil wir haben nämlich letztens, hatte sie eine Zecke und, oh, bei Zecken, da hört einfach bei mir der Spaß auf. Ich hatte voll die Panik. Aber das ist alles gut gewesen, nur das Entfernen, das habe ich dann beim Hausarzt machen lassen. Und es war so schlimm, die hat so geschrien, das tat mir so leid. Weil die war halt auch bei ihr direkt hier. Und da hat sie halt als den Kopf so hingemacht und, ja, das Entfernen war richtig der Horror. So, einen Moment. Jetzt haben wir es aber hier auch. So, wir zwei Hübschen sitzen jetzt wieder im Auto. Erstmal das Ladekabel dran. Und erstmal Fenster runter. Das ist so warm in meinem Auto. Und fahren jetzt, oh, wir haben 5. Wir fahren jetzt erstmal zur Post. Genau, weil ich muss jetzt erstmal die Pakete wegbringen und ich hoffe, dass da keine lange Schlange ist, weil dadurch, dass wir ja jetzt auch in der Post Mundschutz tragen müssen und es ja diesen Sicherheitsabstand gibt, steht man halt so ultra lange an und ich hatte letztens schon ein Paket bekommen, was ich nicht entgegennehmen konnte. Und wollte das dann halt bei der Postfiliale abholen. Ey, ich hätte 2 Stunden angestanden, wo ich mir gedacht habe, nee, und dann habe ich es auch zurück. Ich habe das dann, glaube ich, noch 2-mal versucht, dann habe ich einfach zurück. Ja, genau, wir sind gerade im Auto fahren. Ich habe das dann auch nach 2-3 Versuchen, habe ich mir gedacht, okay, ich lasse es einfach zurückgehen, keinen Bock drauf. Weil
Das ist so nervig. Ich hoffe jetzt, dass das nicht so voll ist und ich meine Päckchen abgeben kann, weil die Mamis, die warten auch schon darauf. Das eine habe ich echt schon eine Weile zu lange gewartet, aber es ging leider nicht anders. Ja. Ey, ihr könnt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob euch das auch schon passiert ist. Das regt mich so auf. Und zwar hat ich bei Mommelkreise was verkauft, ein Handmade-Set, was mir auch persönlich sehr am Herzen gelegen hat. Und ich habe es dann verkauft für 8 Euro. Ja, das ist ja, jetzt sage ich mal, nicht viel Geld, worüber man sich jetzt hier aufregen musste. Aber, ach du Scheiße, okay, der rammt mein Auto. Sag mal. Naja, auf jeden Fall, Entschuldigung für diese Ausdrücke. Auf jeden Fall war das halt für 8 Euro, habe ich das verkauft an eine Mama und die Mama hat halt alles behauptet, das wäre nicht angekommen. Und wo ich mir aber ganz sicher bin, dass das angekommen ist, weil alles, was ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte mehrere Päckchen, die sind alle angekommen. Und bei mir ist noch nie irgendwas verschwunden, was ich verschickt habe und ich habe bestimmt schon über 100 Päckchen verschickt. Und dann hat sie mir aber angeblich auch das Geld überwiesen gehabt und das Geld war gar nicht auf meinem Konto. Und normalerweise schaue ich ja eigentlich schon, ob die Leute überwiesen haben, aber ich hatte eigentlich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen manchmal kann es auch sein, dass ich ein Päckchen, bevor die Zahlung bei mir angekommen ist, halt losschicke. Ja, und die Zahlung ist überhaupt nicht bei mir angekommen. Ich habe ihnen dann geschrieben, ich dachte, ja, pass mal auf, du hast mir das Geld nicht überwiesen. Ja, doch, habe ich. Ich sage so, hast du nicht, sonst würde ich es doch auf meinem Konto sehen. Was ist denn los mit dir? Und habe mich richtig aufgeregt und dann hat die Person mich einfach blockiert. Das heißt, die hat es einfach bekommen, ohne mir Geld dafür zu überweisen. Ich bin richtig, richtig sauer, weil ich meine, es geht zwar nur um 8 Euro, aber das ist trotzdem was, was einfach meiner Meinung nach nicht geht. Finde ich nicht in Ordnung. Ich war super nett und so. Ja. Ja, gell? Kannst du bestätigen. Baby, sag. Mama, sag. Tüt. Und sing mal Opa Shark, Opa Hai. Opa Hai, Opa Shark. Und Oma Shark? Oma Hai, Oma Shark. Und sing mal Hoppe Hoppe Reiter. Hoppe Hoppe Reiter. Blums. Blums. Du bist so süß, du bist so süß. Ja, auf jeden Fall richtig doof gelaufen. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt die Post wenigstens nicht ganz so voll ist. Mal gucken, ansonsten bringe ich es auch erst morgen weg. Wir müssen ja dann noch einkaufen. Ja, mal gucken. Ich melde mich. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Leute, es ist nicht mehr feierlich. Ich wohne einfach im dritten Stock Hochparterre. Also eigentlich kann man sagen, man läuft 4 Stockwerke. Was ist mit meinen Haaren los, ey? Ich war gerade einkaufen. Oh, so schwer, ey. Ich brauche dann immer erstmal so gefühlte 20 Minuten, um wieder durchzuatmen. Auf jeden Fall sind wir jetzt zu Hause. Mit diesen Masken einkaufen zu gehen, man kriegt ja gar keine Luft. Naja, ich zeige euch auf jeden Fall jetzt erstmal, was wir gerade einkaufen haben. Wir waren beim Aldi. Wir haben jetzt erstmal Brot geholt. Ah. Dann, das ist die kleine voll gerne. Also ich auch. Das ist Brot- und Thunfischaufstrich. Darauf steht die total. Dann haben wir für unser Kaninchen für die Lotte einen Eisbergsalat. Dann kann ich auch gleich was abmachen. Dann haben wir für uns Äpfel geholt. Die kommen hier hinten rein. Dann steht Grace total auf die hier. Tomaten. Ja, jetzt kommt sie schon. Sie will Tomaten haben. Ich gebe dir welche. Warte. Wo haben wir denn mal einen Becher? Da hier. Den mache ich mal aus. Dann mache ich jetzt gerade mal ein paar Tomaten rein. Warte, die wasche ich noch schnell. Aber zieh mal deine Schuhe aus, Madame. Ja, Schuhe aus. Hättest du in der Wohnung rumrennen. Schuhe aus. Komm, Schuhe aus, dann gibt's Tomaten.
So. Mit meiner Schuhe aus. Also im Moment haben wir die Phase, wir wollen nicht hören, Mama. Mama, du musst erst schreien, bevor ich was mache. Und unter 10 Mal Nein sagen, sowieso nicht. Also, vielleicht kennt ihr diese Phase, ich gehe im Krückstock. Naja, dann haben wir Salami geholt. Kartoffelbrei, Fertigkartoffelbrei. Das geht halt einfach mal schneller. Dann habe ich Mandarinen geholt. Müllbeutel, sehr spannend. Butter. Einen neuen Bund Zwiebeln. Und dann habe ich Popcorn und diese Dinger zum Snacken mitgenommen. Dann gab es noch Rapfett und Erbsen. Waschmittel. Und dann auch nur noch Wasser. Also das war es dann auch. Ich räume das jetzt mal schnell ein und ziehe die Schuhe aus und dann melde ich mich gleich noch. Na, Leute. Freut sich jetzt. Wir wundert euch nicht, die räumt hier immer den Schrank aus. Schauen jetzt noch ein bisschen Schreck. Und dann mal gucken, was wir noch machen. Gibt dann noch mal Abendessen? Erstmal lassen wir jetzt mal Pause eingehen nach dem Spaziergang und dem ganzen Einkaufsstress. Ich glaube, ich werde heute Abend auch noch baden gehen. Mal gucken. Ne, mein Schatz? Boah, wie dreckig du bist. Ich muss mal auch noch waschen. Beim Spaziergang. Du isst deine Tomaten, ne? Sind die lecker? Lecker, gell? Oh, jetzt hast du mir voll die Tomate an den Hals geschmiert. Krieg ich einen Kuss? Kussi? Danke. So, es wurde sich umentschieden. Wir schauen jetzt Barbie und die geheimnisvolle Pegasus. Seid ihr auch so Barbie-verrückt gewesen? Oh, ich liebe Barbie. Ich könnte das immer gucken. Immer. Übrigens, das ist Lotti ihr Reich. Da putzt sie sich gerade. Die ist so putzig. Haha, Wortspiel. Lotte! Und was machst du so? Schaust du jetzt Barbie? Schaust du Barbie? Kartoffeln! Hä? Ja, die hat gerade Tomate gegessen. Die ist so schmutzig. Müssen wir dann heute Abend mal baden gehen, ne? Magst du heute Abend dann baden? Später vorm Haier machen? Ja, baden. Okay, dann gehst du später baden. Da ich auch schon so oft gefragt wurde, warum ich manchmal kurze und manchmal lange Haare habe, das sind Clip-In-Extensions. Ich kann euch jetzt leider nicht die Marke nennen, von was die sind, weil ich mit dem Kundenservice von denen echt unzufrieden bin. Ich finde die Haare ganz toll, aber ich werde da nicht nochmal bestellen, deswegen mache ich dafür jetzt keine Werbung. Auf jeden Fall habe ich Clip-In-Extensions und kann mir die dann immer wieder rausnehmen, wenn ich keine Lust habe, denn normalerweise habe ich ja so kurze Haare vom ganzen Färben und so. Ja, wenn man halt nicht zum Friseur geht und alles selber zu Hause machen muss. Deswegen habe ich hier auch noch meinen Sidecut, der so langsam aber sicher rauswächst. Leute, geht lieber zum Friseur, wenn ihr eure Haare bleichen wollt. Ja, irgendwann brechen sie einfach ab. Hier, ich habe auch mal eine Kaufempfehlung an euch. Also meine Kleine ist ja total Peppa Pig Fans. Das gab es beim Rossmann. Also das sieht jetzt auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Aber das ist so ein Sticker, mein Gestaltenbuch. Und das war jetzt auch nicht teuer. Lass mich lügen, 6,99 €. Und meine Kleine liebt es. Also da sind so Seiten drin. So verschiedene, ja, Seiten halt. Und dann sind da, einen Moment, kommen dann hier diese Sticker. Wir haben schon voll viele halt verklebt. Und die kann man dann überall, meine Haare. Ja, aber nicht an die Haare ziehen. Genau, und die kann man dann halt hier überall reinkleben. Und das sind echt viele Sticker, die man hat. Und sie liebt dieses Buch. Also, falls ihr im Moment euren Kleinen irgendwie eine Freude machen wollt und die länger beschäftigen wollt, das Ding ist es wert. Oder genauso, wir haben jetzt so ein, ich habe so ein personalisiertes Puzzle machen lassen, also ein Holzpuzzle von mir, meinem Freund und der Kleinen. Und das liebt sie auch total. Also gerade so Puzzle oder Memory, wo Bilder von ihr drauf sind, das findet sie voll schön. Und also das ist auch echt eine gute Idee, was ihr vielleicht auch an Muttertag verschenken könnt oder so.
Für jemanden, das ist halt auch immer ganz schön, gell? Meinte Süße. Ja. Ich würde aber auch mal sagen, wir beenden den Vlog jetzt, weil es geht jetzt langsam gegen Abend und da wollen wir natürlich ein bisschen Ruhe haben. Wir werden jetzt noch ein bisschen Sticker kleben. Dann wird es Abendessen gehen, dann geht die kleine Maus baden und dann gehen wir auch ins Bett. Gell? Gehen wir bald ins Bett. Seht ihr das am Hals von ihr? Das ist noch von dem Kleber, von diesem Pflaster, von der Zecke. Ich kriege das einfach nicht ab. Und sie will mich da auch gar nicht mehr ranlassen. Ich kann euch vielleicht mal gerade den Zeckenbiss zeigen. So, ich habe mich jetzt hier in die Küche gesetzt. Ich werde jetzt Abendessen vorbereiten. Deswegen beende ich jetzt den Vlog, weil viel gibt es jetzt leider nicht mehr zu sehen. Ist halt auch leider eher ein langweiliger Vlog gewesen, weil viel unternehmen können wir nicht. Aber ich dachte, es ist auch mal wieder schön, uns so ein bisschen im Alltag verfolgen zu können. Falls ihr mal Lust habt auf so ein Wir-bleiben-zu-Hause-Alltag, was wir so den ganzen Tag machen, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder auf Instagram oder lasst einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid, dass ich mal unseren Wir-bleiben-zu-Hause-Alltag filmen soll. Und genau, dann Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß noch. Ich weiß gar nicht, wann ich es hochlade, also einen schönen Abend noch oder so. Macht's gut!